So, herzlich willkommen zu meinem allerersten Online-Match, in dem ich mit euch probieren werde, so weit wie möglichst in den Diversionen zu kommen. Und das ist nun mein, sag ich mal, erstes Aufstiegsspiel in die 8. Division. Ich spiele mit Napoli gegen... Ja, gegen wen spiele ich? Oh, doch nicht jetzt Barcelona. Oh, scheiße. Ja gut, das wird wahrscheinlich mehr oder weniger, denke ich mal, in die Hose gehen. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, so, Telefon mal ausgemacht, dass ich hier jetzt gewinnen werde. Aber egal, nichts ist unmöglich. Ich habe bis dato alle Spiele gewonnen, die ich bestritten habe in der 9. Division. Und wenn ich jetzt wieder gewinnen sollte, wäre es ein sehr, sehr schöner Durchlauf hoch in die Nummer 8. So, Lavezzi, Lavezzi, komm, komm. Und da flankt er rein, auf! Wen auch immer, auf jeden Fall ist der Ball ja leider nicht angekommen. Und nun ein weiter Ball daneben. Nein, nein, nein. Egal, ich probiere Barcelona früh unter Druck zu setzen. Ich hasse Leute, die mit Barcelona spielen. Ich verstehe es einfach nicht. Genauso wie wenn jetzt jemand Spanien genommen hat. Warum man sich mal unbedingt über die Mannschaften definieren muss oder sowas, ist meiner Meinung nach total unnötig. Das, was der Spieler gerade gemacht hat, habe ich allerdings auch nicht verstanden. So, und sowas geht dann einfach mal schnell in die Hose. Und bei Barcelona muss man dann aufpassen. Das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. So, zack. Nein! Das wäre doch mal ein richtig, richtig geiler Ball nach vorne gewesen. So, nichts anbrennen lassen. Möglichst. Und dann sollte hier einiges möglich sein. Aber dieser verkackte Messi. Ah, na, komm, meine ich doch. Ja, 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 David Villa. Nicht jammern, eingestehen. Oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Ah, keine großartige Chance, hier an meiner Abwehr vorbeizukommen. Ich würde jetzt auch grob sagen, manuell ist er jetzt nicht der Hit als Spieler. Darf man das so sagen? Ich hoffe. Ich will ihn ja nicht irgendwie kränken, fertig machen oder sonst etwas. Ah Gott, Mist. Das hätte man besser machen können. Oh. Und der erste... Nein! Hier schieße ich Abidal gegen den Rücken. Blöder Schwarzkopf, Schwarzrücken. Versaut er mir hier meine erste schöne Torchance, denke ich mal. Oh. Hä, wie spielt der denn? Nochmal. Und da bin ich durch. Und ne. Nimmt er mir wieder kurz vorher den verdammten Ball ab. 22. Minute. Ich würde jetzt grob sagen, dass ich das Spiel dominiere. Aber das muss ja nicht immer etwas heißen. Denn ein Tor kann jederzeit passieren. Vor allem, wenn es hier ums Online-Spielen geht. Mensch, einmal zu viel gedreht, das muss doch nicht sein. Oh, das war aber auch ganz schön knapp. Ah. Jetzt hier über außen nichts anbrennen lassen. Sehr schön gerettet. Nein, umso schöner wieder verloren. Gerade nochmal so zurückgeholt. Ja, was mache ich jetzt? Eine gute Frage.
auf ihn nach außen passen. Und Schuss! Schuss, nein! Am rechten Eck vorbei. Wer war das? War es Cavani oder war es Lavezzi? Ich weiß es gar nicht. Oh, jetzt werde ich schon wieder angerufen. Mann. Ich kann nicht. Ich spiele FIFA. Lasst mich alle in Frieden. So, auf sicher. Ja, gut. Wo wir gerade beim richtigen Wort sind, auf sicher. Oh, scheiß Handy, ey. Habe ich jetzt langsam keinen Bock mehr drauf. Oh, oh. Hamsik. Hamsik. Lauf, Junge. Lauf. Oh. Nein. 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 Das wäre es gewesen. Das hätte der erste Fußtreffer sein müssen, meiner Meinung nach. Oh, jetzt fängt es ja auch noch an zu laggen. Na, da hat wohl jemand keine 100.000er Leitung. So. Erstmal wieder nach außen. Na, schade. Ja, Ecke. Das ist genau das Richtige für mich. Vielleicht nicht unbedingt gegen Barcelona. Aber an sich an liegen Mecken doch schon relativ gut. Oh nein. Britosch. Gleich direkt auf den Torwart. Und. Oh. Ein sehr, sehr schöner Fernschuss. Aber dass der Tor nochmal rankommt, den gucken wir uns auch nochmal an. Zack. Schön angehoben, aber da stand Valdes sicher. Und nochmal Ecke. Nein. Gut, den müsste ich eigentlich auch schon wieder sicher haben. Ey, was war das? Warum hat er nicht gepasst? Hm. Eigenartig, eigenartig. Und schon wieder nur auf den Mann geschossen. Ah, 45. Minute. Ich ahne Schlimmes für die zweite Halbzeit. Oder sogar noch für jetzt. Ah, nein. Oh Gott. Jo, gut, danke. Oh Gott. Das war natürlich sehr, sehr nett von ihm. Ja, gut. Hat er den Ball selbst aus meinem Strafraum gespielt. Besten Dank. Und da ist das mal wieder ein Gegner, der sich überwiegend nur über seine Mannschaft definiert. Barcelona. Muss jeder für sich selbst wissen. Lavezzi läuft. Kommt da Lavezzi noch ran? Nein, leider nicht mehr. Ah. Oh. Müsste. Reicht mir sogar ein Unentschieden? Ich weiß das gar nicht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt. Nein. Es war eine Flanke. Das muss ich betonen. Es war eine Bombenflanke. Oh. Nein, nein, das kann doch nicht sein. Ja, weil das guckt nicht so blöd, du hässlicher Fisch. Jetzt macht mich das doch gerade schon ein bisschen stinkig. Da wirft er mir zweimal den Ball zu den Füßen und ich will es einfach zu schön machen. Ja, Cavani, 52. Minute. Der erste Ball wäre zwar schöner gewesen, aber so geht's natürlich auch. Ey, der wird, wenn der jetzt rausgeht, dann, nee, gut. Wäre das schon ein wenig traurig. Aber ich frage mich gerade, wie er das überhaupt in die 9. Liga geschafft hat. Also ich habe anfangs in der 10., als ich da gespielt habe, waren Leute, die waren einfach mal wesentlich besser. Die haben mich auf manuell dermaßen abgezogen. Aber es sind, glaube ich, auch schon alles Leute, die mittlerweile schon bestimmt 6. oder 5. spielen. War halt genau am Tag des Releases. Oh nein, jetzt darf ich... Ah,
Schnell kontern. Schnell kontern. Nein. Auch nicht zu schnell. So. Laufen wir nochmal mit. Hamžík über außen. Und Flanken rein. Aber der Ball, ja, kam zwar zu Lavezzi, hätte ich, denke ich mal, direkt schießen können. Na, was war jetzt? Abseits? War es abseits? Ja, okay, gut. So, so gefällt mir es auch schon wesentlich besser. Online spiele ich doch schon deutlich lieber. Der ganze Computer-Kacke ist mehr oder weniger... Ja, keine Ahnung. Jo, Bombenschuss, genialer Typ. Also, Respekt. Ja, Mann, was ist denn hier jetzt gerade los? Kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht mehr am Ball komme. Außer vielleicht jetzt nochmal. Hat er ihn nochmal gerettet? Nein, 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 da ist er. Oh, schönes Ding. Gut, dass der Torwart, Schiedsrichter nicht abgewiffen hat. Meiner Meinung nach auch eine richtige Entscheidung. Oh, mein Gott. So, komm. Ah! Ja, 2:0. Hamžík, Hamžík, guter Junge. Also, ich kann euch allen nur die Mannschaft Napoli empfehlen. Macht wirklich Spaß, mit denen zu spielen. Ist eine sehr, sehr angenehme Mannschaft. Oh, mein Gott, so. Soll ich jetzt mal weitergehen? 69. Minute. Ich hoffe, dass das alles wohl in einen Part passt. Sonst wüsste ich grob jetzt nicht mehr... Lavezzi. Und Ecke. Da probiere ich ihn jetzt mal spielerisch ein bisschen hops zu nehmen. Ecke. Und ich komme wieder ran, aber... Oh, was hat... Da, das war natürlich schön gepottet von Valdez. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil das ulkig aussah. Reti, Goal, 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 nein, nein, das kann doch nicht sein. Ah, da habe ich jetzt probiert, seine Abwehr ein wenig spielerisch auseinanderzuziehen. Nochmal ein Fernschuss. Oh, was ist denn heute mit Valdez los? Der hat jetzt hier schon, ja, nicht gerade das erste Mal gepatzt. Aber egal. Ist halt ein bisschen traurig, ist doch in Ordnung. Oh, oh. Abidal, schöne Grätsche. Muss ich dir lassen. Blackman, Blackman. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? So. Oh, komm, Torwart, komm raus. Ganz sicher, Mensch. Komm hier auf locker. So. Nur nochmal hier über außen. Oh. Lavezzi, Lavezzi, Lavezzi. Ne. War das was? War es ein Foul? Ist das ein Elfmeter? Ist das ein Elfmeter? Iniesta, Hals, Maul. Verpiss dich mit deinem hässlichen Gesicht. Geh aus dem Bild, geh aus dem Bild. Die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Wehe, das war jetzt mein Internet. Mann gegen Mann. Ich bin in Liga 8. Sehr schön. Ich guck mir bitte uns oben nochmal die Form an. Sieg, 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 Sieg. Verbleibende Spiele habe ich jetzt noch 10. Gesamtbilanz, wie gesagt, die ersten 7 Niederlagen, die ich hatte, das waren wirklich richtig, richtig gute Spiele am Anfang. Und seitdem habe ich eigentlich bislang immer nur gewonnen. Und ja, das war's. Wir sehen uns beim